Ja, wenn ich die letzte Saison schon anschaue, noch an die ist eigentlich das meine erste Saison gewesen, wo ich kommentieren habe dürfen. Und ja, es war eine Wahnsinnssaison für die österreichischen Biathleten und Biathletinnen. Also wir haben mannschaftlich mega Leistung gebracht und es war für mich sehr erfreulich, das zu kommentieren. Ich würde an jeden jungen Sportler den Rat mitgeben, dass er sie gleich professionell beraten lässt, was die Trainingsstruktur angeht, sie ein professionelles Umfeld schafft, dass er in seiner Laufbahn, die was er bestreitet, so wenig Fehler wie möglich macht und da immer gut beraten ist, dass man auf seine Gesundheit schaut. Und ja, das sind einfach die wichtigsten Sachen, was ich einem jungen Sportler nur raten kann. Ja, mein Lieblingsmoment und mein großes Highlight von der Saison war der Weltmeistertitel von der Lisa Hauser. War für mich natürlich extrem spannendes Rennen und Gott sei Dank habe ich das moderieren dürfen. Hätte man nie gedacht, dass man, wenn man jetzt als Außenstehender zuschaut, dermaßen nervös werden kann. Und von dem her war das Highlight für mich. Ja, in meiner Rolle als Co-Kommentator habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich habe natürlich versucht, dass ich ein bisschen einen Einblick in den Biathlon-Sport den Fans vermitteln kann und einfach auch probiert, ja, ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu geben. Die Faszination Biathlon macht für mich aus, dass einfach zwei Sportarten miteinander kombiniert werden, die was normal nicht zusammenpassen. Einerseits das Laufen, wo man sich voll auspowern muss, und andererseits das Schießen, wo man eigentlich ruhig sein soll. Das sind zwei Komponenten, wo es normal nicht zusammenpassen, und die miteinander zu verbinden, ist für mich die Faszination Biathlon. Ja, Lisas Leistungen vor der letzten Saison waren großartig. Da kann man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Sie war in den letzten Jahren schon immer sehr gut dabei und hat gute Leistungen gebracht, hat aber dieses Jahr einfach nur mal den Schritt nach vorne gemacht, hat sich super entwickelt und gerade im läuferischen Sektor, wie auch im Schießen, wirklich keine Nerven zeigt, wenn es darauf angekommen ist und hat das super gemacht. Von meiner Seite da nur Chapeau und Gratulation. Wahnsinnssaison. Ja, ich wünsche der Lisa das Wichtigste für ihre sportliche Zukunft und das ist Gesundheit. Alles andere hat sie sich schon erarbeitet.